Wir spielen Lego Harry Potter in Jahre 1 bis 4, dort wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Hier auf der Toilette. In der Hoffnung, dass wir es heute mal schaffen. Ich habe es zwischendurch, ich habe es offscreen schon mal geschafft. Deswegen bin ich jetzt guten Mutes, dass ich das jetzt hier hinkriege. Und so und so und so. Nice. Da haben wir es doch hingekriegt. Mach's mal auf den Kopfhörern etwas leiser hier. Das war doch gerade ein bisschen laut für mich. Und wir haben es hingekriegt. Sehr schön, da können wir weiterspielen. Willkommen zurück zu einem neuen Stream. Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 auf Twitch mit dem Zwangfürst. Und weiter geht's hier in der Story, nachdem wir am letzten Stream hier vergeblich dran gescheitert sind. In dieser einen Toilettenstory hier. Weiter geht's jetzt. So, und da ist der verdammte Apfel. Der verdammte Apfel. Was haben wir im letzten Stream drum gekämpft? Puh. Was war das für ein Rage Quit? Am Ende des letzten Streams. So. Bauen ist die Kirsche, die haben wir aber schon bekommen. Wissen wir schon, wie es geht. Und zwar so. Da haben wir jetzt alle vier Sanfttrank-Zutaten zusammen. Da können wir jetzt starten. Tja, Hermine hat die falschen Haare genommen. Kurz mal auf Discord Bescheid sagen, dass ich live auf Twitch bin. Senden. So haben wir das endlich geschafft. Haben wir diesen Abschnitt der Geschichte geschafft. Das freut mich sehr. Und jetzt geht's hier weiter. Als Crab and Goyle verkleidet. Ja, irgendwie so. Wir haben die Haare auf. Sehr cool. Ein bisschen Radiomucke. Sehr schön. Lego Harry Potter Radiomucke. Sind mal Lampen anmachen. Alle Fackeln in die Luft gehen lassen. Es hat so ein bisschen was von Luigi's Mansion. Ein bisschen erinnert mich das an Luigi's Mansion. Die Radioqualität. So hier. Und gleich geht's rein in den Slytherin Gemeinschaftsraum. Müssen wir, glaube ich, dran drehen. Oder nicht? So, dann halt nicht. Die Fische ins Wasser zurück. So, sehr schön. Ach, und hier geht's jetzt weiter. Nee, hier haben wir einen Hufflepuff-Teil im Slavonen-Bereich.
Alles klar. Such hier mal Lumos. Okay, damit werden wir die Wasserspritzer nichts los. Das meiste lässt sich mit Wingardium Leviosa machen. Tja, sieht das ja aus in Lego Harry Potter. Das meiste lässt sich mit Wingardium Leviosa machen. Und was haben wir da? Eine Flöte. Aha. Schlange aus dem Boden. Kaputt gemachte Schlange. Kaputt gemacht den Harry. Da muss man reagieren hier. Schnell zaubern. Muss man wissen, wo sie jetzt nichts rauskommt, die Schlange. Oder warten. Bis sie hier wieder rauskommt. Und jetzt auf der falschen Seite stehen. Ist natürlich gut. Joa. Das dauert hier noch ein bisschen. Ich stehe wieder auf der falschen Seite. Wie kann denn das hier sein? So, hier kaputt gemacht. Wie oft müssen wir die denn hier kaputt machen? Als ob. Wie ein Rätsel, was nicht hingebacken bekomme. Wie ein Rätsel, was nicht hinkrieg. Steh nicht im Weg rum. Ronald Weasley. Ich bleibe jetzt hier stehen und warte, bis das immer wieder rauskommt. So, und jetzt hier. Na komm. Was ist hier die Mission? Den Ron, den können wir hier mal wegschieben. Da steht hier nur im Weg rum. Wird es noch was? Kommst du noch mal hier drüben vorbei? Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt haben wir irgendwas zusammen. Ach so, eine Ritterstatue müssten wir erstmal bekommen. Dreht jetzt am Rad. Die Radiomusik ist ja wundervoll. Und jetzt gehen die Wassersprinkler aus. Ah, okay. Weiter geht's. Dann mal hinein hier. Ich gönne mir gerade mal einen Schluck. Och, Malfoy ist ja fies. Die arme Schlange, was hat die ihm getan? Nur weil sie eine Schlange ist. Okay. Da müssen wir nun klar Zauberer für sein, den Stein hier zu bewegen. Warte mal kurz. Jetzt gehen wir doch hin. Ich wollte ja die Pyramide umwerfen, die Glaspyramide. Gut, dann halt nicht. Haben wir einen Besen.
Das Feuer putzen, ganz genau. So, was ist hier unsere Mission? Ein Gemälde. Ja, genau das. Genau das sollte passieren. 2 von 6. 3 von 6. Dann die da oben haben wir noch nicht angekriegt. Die Lutz. Müssen wir mal ein bisschen zielen. Das kriegen wir noch nicht hin. Hier erstmal ein paar Stats sammeln. Ach so, hier müssen wir erstmal, um zu Deko zu kommen, müssen wir hier erstmal die Augen der Schlange rausholen oder was? Was machen wir mit dem Fisch? Ab ins Aquarium damit. Ah, sehr schön. Ist die Augen wieder raus. Sehr schön. Da öffnet sich jetzt die Tür. Ich würde doch noch Stats sammeln gehen. Ach du Schreck. Schnell weg. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. So schnell ging's. Hätten wir im letzten Stream noch geschafft. Aber beim Klo habe ich mich. Ich habe mich zu lange auf dem Klo aufgehalten. Deshalb. Ja. Schwierig. Geschichte fortsetzen, wir machen weiter. Wird jetzt langsam final. Die Kammer des Schreckens ist geöffnet. Wird bald soweit sein. Durch den Spiegel. Versteinert. Ein rosa Wasserhahn. Das muss ja vom Mädchenklo kommen. Ein rosa Wasserhahn. So Termine können wir jetzt nicht mehr spielen. Okay. Wieder hier rein. Mir kommt so vor, als wäre es vorgestern gewesen. Erneut hier rein. Oh nein, die Molde Mörte. Sie wirft uns ab. Auf diesem Klo war ich schon lange genug. Kein Bock mehr. So, jetzt hier zurück. Zurückzaubern. Da ist so. Einen Herzschaden an zu bekommen. Der Zwischengegner, die maulende Mörder. Es war knapp. Wir haben auch nur noch ein Herz. Zurück mit dir. Was denn? Das ging zu schnell, da war sie wieder. Hat sich wieder eingesperrt. Dann müssen wir das richtige Klo treffen, da was, in dem sie gerade drin ist.
Ja, sehr toll. Ja, komm. Wo bist du drin? Da nicht, im letzten. Getroffen. Zwei Treffer brauchen wir noch. Na komm. In der letzten Kabine ist er drin. Ein Herz noch. Sehr schön. Ach so, können wir jetzt gleich besiegt. Den Ron hat's getroffen. Tom Riddles Tagebuch. Er folgt den Spinnen. Ah, jetzt sind wir hier in Tom Riddles Tagebuch. In seinen Erinnerungen. Die natürlich schwarz-weiß sind. Eher Sepia. Im Sepia-Effekt. Also hier geht's hoch. Oh nein. Er verhindert, dass wir hoch können. Also hier wollen wir doch hoch, oder? Können wir ihn auch spielen? Finden wir vielleicht bald mal heraus. So, was haben wir hier? Kiste. Eine Zaubertrankzutat. Achso, wir haben schon einen in der Hand. Jetzt sollten wir die uns jetzt an uns nehmen. Also müssen wir hier nochmal hoch. Na toll. Na gut, dann tun wir erstmal das hier rein. So, hier rein damit und dann halt nochmal hoch. Und vielleicht können wir hier auch durch. Nee, das sind Kopfhörer. Ohrenschützer. Die gehen von selbst irgendwann mal zurück. Ich dachte, der andere Charakter macht das, dass das wieder zurückgeht. Bleibst du da oben? 2 von 6. Ach, hier haben wir eine Pflanze, die wir brauchen. Sehr schön. Dann bringen wir sie mal zum Pott. Dann brauchen wir noch die eine Sache, die wir eh schon oben haben. Ach so, dafür brauchen wir die Kopfhörer. Die Ohrenschützer. Gehörschützer. So, hier mal rüber. Das holen wir uns ab. Und runter mit uns. Und ab dafür. Mal den Charakter wechseln. Den können wir aufnehmen. Können wir Tom Riddle ein bisschen ärgern damit.
Ah, okay. Okay, wofür brauchen wir die, außer um die Sachen zu zerstören? Okay, haben wir einen Stärketrank. Ist wofür gut? Werden wir vielleicht noch sehen. Und noch mal. Sehr schön. Hier können wir was machen. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Ach, dass wir da drüber kommen. Machen wir das aber woanders. Machen wir das erstmal dort auf der Seite, wo es nicht hinkommt. Aha. Wird hier wieder gepuzzelt. Die müssen übereinander stehen. Okay. Ich meine, Kerzenhalter verzaubert. Aber wie kommen wir da lang? Da bräuchten wir doch das mal eben. Versuch mal was. Das gerade hier nach vorne. Das muss mal runterfallen. Wenn wir das jetzt mitnehmen, wenn wir das jetzt hier schieben, können es bestimmt hier quer durch den Raum schieben. Nee, können wir nicht. Sehr Mist. Stapeln. Jetzt müssen wir das hier benutzen. Ist kein R vielleicht. Geh da mal weg, Harry. Kann er nicht benutzen. Okay, das ist seltsam. Wie kriegen wir hier noch was? Ich wollte gerade sagen, das sieht doch nur nach einer Glasvitrine aus. Ach so, einstopfen hier, das ist ein Eimer. Ist ja schon, ah, hier brauchen wir eine Kraft für. Ein Krafttrank. Ah, okay, verstehe. Jetzt haben wir hier ein paar Teile, die wir gebrauchen können. Bisschen Lego bauen. Grüße gehen raus an den Held der Steine. Ja. Der Held der Steine sei gegrüßt. Okay. Wie kriegen wir das jetzt gebacken? So ein Teil hier in die Mitte.
hätte ich am liebsten unten. Ah, okay. Müssen wir schauen, wie wir hinkommen. So, hier das eine. Nein. Ist auch schwer, das hier zu steuern. So. Jetzt das oben drauf setzen. Das wäre das Beste. Das bekommen wir auch nicht mehr runter. Ah, doch, komm, das bekommen wir. So, sehr schön. Jetzt die Pfeiler hier mal bewegen. So, hier und den anderen Pfeiler. Das müssten wir es doch theoretisch oben drauf setzen können. Nein, nicht umwerfen. Finde ich aber nicht so umwerfend. Ach, gut, dann mit euch. So wird man sie los. Oder so. So, wie bauen wir daraus jetzt was Stabiles? Nein. Nein. Weg mit euch. Weg mit den Dingern. Schieb mal zur Seite hier. So. Nee, der steht jetzt dazwischen. Das muss jetzt auf eine Noppe drauf. So. Und die da jetzt halbwegs stabil stehen, dann können wir oben versuchen, was drauf zu setzen. Als Brücke. Nein, nein, nein. Mach doch keinen Mist. Ich mach wieder Mist. Und so würde es auch gehen. Nein, so geht's nicht. Ach, ich krepiere doch gleich hier. Vielleicht geht's auch so. Versuchen wir's mal. Jetzt kann er nachkommen. Wenn wir jetzt hier drauf springen, das geht doch. Das ist doch hier nicht das Problem, oder? Nein. Nein, bleib doch oben, verdammt. Okay, das ist nicht das Problem, da kommen wir rüber. Hier müssen wir noch ein bisschen Nachhilfe leisten. Mit dem Stapel kommen wir irgendwie rüber. Runterfallen müssen wir schnell K drücken. Dann wird zum anderen Charakter wechseln. Deswegen heißt das auch K. Ach so ein Mist. Dann brauchen wir einen Stärketrank für. Na, dann muss das aber schnell gehen hier. Stärketrank. So jetzt hier. Jetzt aber. Wäre vielleicht besser, halt den anderen Charakter auch mit Stärketrank zu versehen. Aber egal. King Wein. Wildschwein im Weg. Das Wildschwein wurde verjagt. So, weiter geht's.